Dann wollen wir mal. Alright, let's do it. In dem Krabi, wenn du dich nicht da ist, hat er Pech. Nein, ich lass das mal in der Kiste. Ich meine, ich glaube, Krabi nimmt das eh nicht, aber. Ich ja, glaub, ich glaube auch. Krabi lässt das Essen auf alle Fälle immer drin. Ich gerade das Essen würde ich mitnehmen. Ne, das Essen lasse ich immer. Es sei denn, da sind zwei Essen ja, genau, drin. Ja, ich lasse beide Essen drin, glaube ich, und Krabi lässt auch sein Essen. Ja, hier ist Essen. Los! Ich hab selber Essen dabei. Ja, weil es gratis. Echt mal. Ja, das ist mein Stream. Natürlich muss ich im Stream sein. Ich weiß, du bist hier nur wegen Selina. Aber muss ich leider enttäuschen. Bring mich hier auch in den Bild, ins Bild rein. Eigentlich den möchte ich mich quasi immer nur, wenn ich da bin. Ich bin einfach unsichtbar. Oha. Ich bin immer unsichtbar, man sieht mich nur in der Cam. Also quasi wie ein Vampir oder so? Das ist doch bei Overfilm. Kennt ihr das? Ihr dreht euch um. Dreht euch um und da ist nichts und dann guckt ihr im Spiel und dann BAM! Geist. Ja, so war es. Ja. Ja, ja. Ach, so rum war das auch. Okay. Ja, genau. Deswegen ist ja bei Twilight kein Vampir, weil diese haben ein Spiegelbild. Ich hab Twilight nie geguckt, also keine Ahnung. Aber okay, gut zu wissen. Ich habe den ersten Teil damals gesehen. Wie gesagt, wurde mal. Es hieß, wir gehen in einen Vampirfilm. Ich würde mich freuen. Kann ich mir vorstellen, ey. Ich kann dir sagen, warum man Selina schlechter als Stream hat. Weil sie sich dazu entschieden hat, 5 Meter weg vom Nico zu sitzen. Hallo, ich versuche mich halt anzusehen. Ich krieg sonst wieder Rücken. Also. Ja, aber gut, du bist ja gerade eh. Autsch. Selina ist, glaube ich, auch gerade nicht so. Und sie hat gerade super leise gesprochen, muss sagen. Ich habe es gerade kaum verstanden. Aber gut. Ich verstehe sie gut eigentlich. Also, weil ich ja. Fand gerade die Geistgeschichte davor, glaube ich, recht geil. Oha. Ah, ich kämpfe gleich. Ich bin drauf. Sehr gut. Marvel, sind das für eine Kamera, ey? Boah, Alter, ey! Wie einfach die Kamera random durch die Gegend fliegt. Wow, ey! Ich wollte das jetzt noch irgendwie gegen eine Wand hauen. Und dann gegen den Royal Blue Drop. Naja, ist ja okay. Na klar, ich muss nochmal den Modus wechseln. Ey, wo springst du? Du hast eine Katze mit? Ja. Für Nebenquest? Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich weiß, ob sie jetzt Max dran war oder nicht. Achso, zum Level. Ja, ja, genau. Sie war damals noch mit dem Level dabei und jetzt war ich die ganze Zeit zu faul, das umzustellen. Das war eigentlich alles. Ja, ich meine, also ich finde die Katze ja auch nicht schlecht oder so. Von daher. Waffe schärfen nicht vergessen. Mhm. Oh, da ist ein Seilkäfer. Oh, da ist was Süßes. Jetzt in meinem Kopf, ey. Muss sein, das hat sich jetzt auch so ein bisschen eingebrannt, ja. Ey. Ich hab dann immer im Kopf, wie er da vor dieser Kiste sitzt und oh, da liegt was Süßes. Oder nicht was Süßes. Und dann geht die Kiste zu. Geht's, Matty? Ja, klar. Okay. Willkommen zurück, Carrie. Nice. Willkommen zurück. Willkommen zurück, Carrie. Richtig.
Oh Gott sei Dank, ich wusste nicht, ich hätte nicht gewusst, was wir machen sollen, wenn er fangbar wäre. Wir legen dann die Falle. Ich hätte die Falle gelegt. Kirby ist halt aber schneller als ich. Ich hab mir auch abgewöhnt, einfach das zu fangen. Ich habe einfach gut und speichert. Kirby, ist ja auch vollkommen okay, wenn Kirby das macht. Ja. Achso, nee, ich beschwere mich nicht. Das war keine Beschwerde. Das war eine Feststellung. Und um keine Fallen dann. Boah, da kommt noch einer dazu. Ja, jetzt ist nur die Krabbe. Ach, die Krabbe. Oh, ich sehe nix. Da die Krabbe! Okay, irgendwas drauf. Matchy. Natürlich. Ich hab festgestellt, die gehören offiziell einfach mir jetzt. Ja, da ist das ist okay. Oh, fang mal. Ist Kirby schon hier? Ja. Kirby kommt gerade auch rechtzeitig. Ja. Nice. Materialien gönnen. Das wart. Ich muss vielleicht Fenster zumachen. Ja, ich glaube, die prügeln sich gleich mal witzig. Heute Mittag auch, ey. So auf der Arbeit war es halt auf einmal so eine Frau draußen rumgebrüllt.